Juhu, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das heißt, wir können gleich loslegen und gemeinsam das Türchen Nummer 11 öffnen von der Chaos-Eule. Also ich habe es schon in meiner Hand gehabt und ich versuchte schon die ganze Zeit so ein bisschen zu ertasten, aber ich kann es euch wirklich nicht sagen. Deshalb packen wir es doch einfach aus. Schauen wir mal, was sich heute in der 11 befindet. Ein Plan. Oh, ne? Hier könnt ihr gucken, ich habe das richtige Päckchen. Immer mal lieber kontrollieren, nicht, dass ich mal was verkehrt mache hier. Oh, da sieht man was zum Essen aus. Ui, Klammern, aber diesmal in so einem Bling-Bling. Kommt gar nicht so rüber, ne? Versucht mal, kleinen Moment, ich versuche es mal ein bisschen zu bewegen, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen erahnen oder sogar. Also bei den dunklen sieht man es gut, ne? Bei den hellen kommt das, glaube ich, jetzt in der Kamera nicht so rüber. Toll, da habe ich. Oh je, doch, war gestern, ne? Schon so welche bekommen, aber so in Frühlingsfarben und die kann man jetzt schön auch für den Winter benutzen. Zumindest so die dunklen und die hellen eigentlich auch. Aber mag man die benutzen? Entschuldigung, mal schon wieder husten. Irgendwas brüllt dich aus. Danke, Niki. Gefüllte Lebkuchen. Ich habe meinem Mann gestern nach Penny geschickt. Ich habe so einen Appetit drauf gehabt auf Lebkuchen. Trotz des Regens ist er extra für mich losgegangen, hat mir Lebkuchen besorgt. Der jetzt das Video sieht. Dankeschön. Ah. Oh, kennt ihr das, wenn ihr so einen Appetit auf irgendwas habt und ihr habt das nicht zu Hause? Oh, das ist furchtbar. Und jetzt hatte ich es ja zu Hause, aber ich wusste es nicht. Naja, egal. Die werden bei mir nicht schlecht. So. Dann gebe ich euch jetzt eure. Wollte schon wieder Zahl sagen. Euren Buchstaben. Wie gesagt, für diejenigen, die nicht wissen, was das mit dem Buchstaben auf sich hat, bitte schaut euch das Video von Türchen Nummer 1 an. Da wird alles kontrolliert. Alles erklärt, alles kontrolliert. Oh, deutsche Sprache. Ich hab's wieder. So. Heute das R. Das R. Jetzt hake ich das auch noch mit euch ab, dass ihr das seht. So. Warum male ich hier eigentlich immer so rum? Das reicht doch ein Haken. So, das war's dann für heute. Wir sehen uns morgen wieder. So, Türchen Nummer 12. Bis dann, meine Lieben. Bye.